Bei dir sieht's chaotisch aus und du bekommst vieles nicht auf die Kette. Vielleicht bist du ein Genie. Top 10 heute 10 versteckte Anzeichen dafür, dass du ein Genie bist. Nummer 10. Du hast Spaß an schlechten Filmen. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Einige mögen hochbewertete Filme wie Der Pate überhaupt nicht und halten Space Jam mit Michael Jordan für ein Meisterwerk. Einige Filme werden von Kritikern übelst zerrissen und gelten als Trash. Doch wenn dir schlecht bewertete Filme gefallen, dann bist du vielleicht ein Genie. 2016 veröffentlichte die wissenschaftliche Zeitschrift Poetics eine Studie des Max-Planck-Institutes für empirische Ästhetik, die den Konsum von Trash-Filmen einmal genauer untersuchte. Man kam zu dem Ergebnis, dass jene Zuschauer, die am meisten Trash-Filme genossen, über eine überdurchschnittliche Bildung verfügten und in den meisten Fällen auch Kunstfilme mochten. Für diese Zuschauer war es so eine Art ironischer Vorgang. Sie analysierten Produktion, Dialoge und Handlung und genossen die Abweichungen von Mainstream-Kinofilmen. Je mehr die Teilnehmer über Filme wussten, umso mehr Spaß hatten sie an den Trash-Filmen. Nummer 9. Du bist faul. Erst einmal vorweg, wenn du faul bist, macht dich das nicht zu einem Genie. Vorher gibt's noch ein bisschen Arbeit zu tun, also auf geht's. Die Forschungen zeigen, dass aktive Trinker gleichzeitig auch generell weniger aktiv sind. Bei einer Studie der Florida Gulf Coast University wurden anhand einer Umfrage 60 Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe A war eher so die Denkergruppe und sie hatten Spaß an mental fordernden Aktivitäten. Gruppe B meidete mehr derartige Anstrengungen. Beide Gruppen bekamen anschließend Fitness-Tracker verpasst, um zu messen, wie viel sie sich in den nächsten Wochen bewegen. Man kam zu dem Ergebnis, dass die Denker wesentlich weniger körperlich aktiv waren als die Nichtdenker. Man vermutet, dass dies mit Aufmerksamkeitsspannen zu tun hat. Intelligentere Teilnehmer waren fokussierter und interessierter und daher auch weniger gelangweilt. Sie waren mit ihren Aufgaben beschäftigt und anderen Dingen nicht so aufgeschlossen. Die Nichtdenker waren eher gelangweilt und kompensierten dies mit mehr Bewegung. Nummer 8. Du bist introvertiert. Man sagt ja auch, diejenigen, die am meisten wissen, sagen am wenigsten. Die Wissenschaft kann dieses Sprichwort unterstreichen. Ein Genie würde demnach sein Talent nicht an die große Glocke hängen, sondern tendenziell eher die Dinge für sich behalten. Forscher beim Gifted Development Center in Colorado fanden heraus, dass etwa 60% der begabten Kinder zugleich auch introvertiert waren. Jene, die mit einem IQ über 160 sogar als besonders begabt eingestuft wurden, wurden sogar zu 75% als introvertiert eingestuft. Das heißt logischerweise nicht, dass Genies grundsätzlich introvertiert sind oder schüchtern sein, dich schlauer macht. Es ist nur so, dass Menschen, die für sich sind, fokussierter sind, auch für die Dinge, die beim IQ-Test abgefragt werden. Extrovertierte Genies sind dann unter Umständen akademisch nicht so stark. Dazu könnte man auch Steve Jobs zählen, der schon nach einem Semester die Uni abbrach. Weiter zur Nummer 7. Du bleibst lange wach. Man sagt zwar, der frühe Vogel fängt den Wurm, aber es scheint so, als sei die Nachteule letztendlich besser gebildet. Satoshi Kanazawa nimmt in einem Artikel der Psychology Today an, dass dies evolutionäre Gründe hätte. Kanazawa sagt, da unsere Vorfahren kein künstliches Licht hatten, um bei Nacht zu arbeiten, kann man Nachtaktivität als evolutionären Fortschritt bezeichnen. Weiter leitet er ab, dass nächtlich aktives Verhalten verbreiteter bei intelligenten Individuen ist. Er unterstützt seine Thesen, indem er eine Gruppe jüngerer Leute analysierte. Wann gehen Sie ins Bett und wie hoch ist Ihr relativer IQ? Hier entdeckt ihr einen deutlichen Zusammenhang zwischen Schlafenszeit und Intelligenz. Kinder mit einem IQ unter 75 gingen durchschnittlich um 23.41 Uhr ins Bett, während Kinder mit einem IQ über 125 durchschnittlich erst um 0.30 Uhr ins Bett gingen. Nummer 6. Du bist das älteste Kind in der Familie. Die jüngeren Kinder haben es ohnehin schon nicht so leicht in der Familie und jetzt sagt eine Studie von 2016 auch noch, dass die jungen Kinder in der Familie tendenziell eher einen niedrigeren IQ haben. Ja, in Norwegen untersuchte man 250.000 Teenager und kam zu dem Ergebnis, dass das erstgeborene Kind durchschnittlich einen 2,3 Punkte höheren IQ hat als seine jüngeren Geschwister. Dies unterstützt auch eine weitere Studie der University of Edinburgh, bei der die Kinder über einen längeren Zeitraum untersucht wurden. Sie fanden heraus, dass die älteren Kinder auch bessere Lesefähigkeiten und ein besseres Gedächtnis entwickelten. Forscher vermuten, dass dies daran liegt, dass die erstgeborenen Kinder in der Regel mehr Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen. So bekommen sie auch mehr Bildung mit auf den Weg. Damit zur Nummer 5. Du bist lustig. Viele wären wohl gerne Comedian und in der Tat sind manche Menschen witziger als andere. Und wenn du einer der eher humorvollen Sorte bist, sagt die Wissenschaft, dass du wahrscheinlich einen höheren IQ hast. Kein Witz.
In einer Studie von 1917, durchgeführt vom Psychotherapeut Dr. Sam Janis, waren professionelle Comedians tatsächlich ganz hoch im Kurs. Er ließ sie IQ-Tests machen und die Ergebnisse waren tatsächlich beträchtlich höher als bei der durchschnittlichen Bevölkerung. Die 55 getesteten männlichen Comedians erzielten einen durchschnittlichen IQ von 138, die 14 weiblichen Comedians durchschnittlich 126. Im Vergleich lag der durchschnittliche IQ damals zwischen 90 und 100. Forscher vermuten, dass bei lustigeren Menschen im Gehirn mehr Dopamin ausgeschüttet wird. Das macht glücklicher und sorgt aber auch dafür, dass man besser lernen kann. Nummer 4. Du bist ein Messi. Man sagt ja auch, ein Genie ist selten ordentlich und schließlich hat Alexander Fleming Penicillin nur versehentlich entdeckt, weil sein Arbeitsplatz unaufgeräumt war und er seine Schale dort stehen gelassen hat. Inzwischen weiß die Wissenschaft mehr über den Zusammenhang zwischen Unordnung und Intelligenz. Eine Studie der University of Minnesota setzte ihre Probanden in zwei unterschiedliche Zimmer, ein ordentliches und ein unordentliches. Dann wurden die Teilnehmer in den Räumen herausgefordert, sich mal so viele Einsatzmöglichkeiten für einen Tennisball zu überlegen, wie ihnen einfällt. Die Anzahl der Ideen waren in etwa gleich, doch stellte sich heraus, dass die Teilnehmer im unordentlichen Raum viel kreativere Ideen entwickelten. Man vermutet, dass die Teilnehmer in dem ordentlichen Raum mehr Energie dafür aufbrachten, den Raum sauber und ordentlich zu halten, während die Teilnehmer in dem unordentlichen Raum sich voll auf ihre Aufgabe konzentrierten. Dieses Ergebnis sagt noch nicht, dass ein Messi grundsätzlich intelligenter ist als ein ordentlicher Mensch, aber es zeigt auf jeden Fall, dass Unordnung anscheinend zu mehr Kreativität führt. Nummer 3. Du fluchst viel. Verdammt, gerne wird behauptet, dass Menschen, die viel fluchen, nicht viel im Kasten haben und nur über einen eingeschränkten Wortschatz verfügen. Verfickt. Doch Studien zeigen nicht nur das Gegenteil. Nein, man fand sogar heraus, dass ein Mensch, der viele Schimpfwörter kennt, womöglich intelligenter ist als der Durchschnitt. Forscher der Universität von Rochester fragten Teilnehmer einer Studie, wie viele von 400 Verhaltensweisen sie ausüben würden und wie oft. Dabei stellte sich tatsächlich heraus, dass Menschen mit einem höheren IQ häufiger fluchen. Ach ja, außerdem stellt sich auch heraus, dass schlaue Menschen eher dazu tendieren, nackt durch ihre vier Wände zu laufen. Nummer 2. Du passt dich nicht der Mode an. Wenn du jeden Tag die gleichen Klamotten trägst, dann bist du entweder ein Charakter aus einer Zeichentrickserie oder vielleicht tatsächlich ein Genie. Viele Intellektuelle sind bekannt dafür, dass sie meist nur ein oder zwei unterschiedliche Outfits trugen. Schlaue Menschen tun so etwas, um in dieser Hinsicht nicht dauernd Entscheidungen treffen zu müssen. So bleibt im Gehirn genug Bandbreite für die wichtigen Entscheidungen im Laufe des Tages. Apple-Gründer Steve Jobs hatte immer diesen Rollkragenpulli an, Mark Zuckerberg seinen Hoodie mit dem T-Shirt drunter und Barack Obama wechselte lediglich zwischen blauen oder grauen Anzügen. Er legte sich selbst sogar eine Art Entscheidungsdiät auf und entschloss sich, alle kleinen Entscheidungen von seinem Tagesablauf zu streichen. Er überließ zum Beispiel komplett seinen Köchen, was sie ihm kochten. So hat er genug Raum für die wichtigen Entscheidungen. Also, wenn du nicht gerade Model werden willst, mach dir nicht zu viele Gedanken über deine Outfits. Und die Nummer 1, du machst dir Sorgen. Man stellt sich schlaue Menschen immer selbstbewusst, proaktiv und zuversichtlich vor. Doch auch hier zeigt die Wissenschaft genau das Gegenteil. Hochintelligente Menschen tendieren viel eher dazu, nervös zu sein und weniger Risiken einzugehen. 2012 zeigt eine Studie des SUNY Downstate Medical Centers in New York, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Beunruhigung und überdurchschnittlichem IQ gibt. Die Forscher maßen hierbei die Gehirnaktivität der Probanden und entdeckten diesen Zusammenhang sowohl bei der gesunden Kontrollgruppe, als auch bei Teilnehmern, die unter Angststörungen litten. Man vermutet nun, dass es sich um ein evolutionär bedingtes Phänomen handelt, da uns in der Vergangenheit eine gewisse Sorge geholfen hat, nicht getötet zu werden. So hat sich die Abneigung, Risiken einzugehen, bei wohl intelligenteren Menschen immer weiter vererbt. Der Psychiatrieprofessor Jeremy Coplin, der die Studie leitete, sagte, während exzessive Sorge generell als negative Eigenschaft angesehen wird und hohe Intelligenz als etwas Positives, kann Angst unserer Spezies helfen, gefährliche Situationen zu verhindern, egal wie unwahrscheinlich diese zu sein scheint. Also mach dir keine Sorgen, wenn du dir mal wieder Sorgen machst. Vielleicht bist du ein Genie. Aber vergiss vielleicht auch nicht, dass auch Glück Kopfsache ist. Ich habe zu dem Thema mit meinem guten Freund Bjorn ein Video gemacht. 10 Dinge, die dich länger leben lassen. Daneben gibt es noch das Video Die 10 intelligentesten Menschen aller Zeiten. Viel Spaß beim Anschauen und auf Wiedersehen.